Und das Schöne ist, jetzt werden wir gleich sterben. Verwirrung ist verwirrt. Ich war kurz verwirrt, wo ich hier eigentlich stehe. Also wirklich. So. Hat Pinelo nicht volle Hälfte durchbekommen? Ah. Egal. Weil wenn wir jetzt sterben, ist alles, was ich gerade gemacht habe, weg. Und wir dann zurück an den letzten Savepunkt gesetzt werden. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, wir sollten jetzt dann auch mal wieder einen Savepunkt kriegen. Wir hatten jetzt schon lange keinen. Ich habe es auf Platin-Dev. Ich musste mehrmals durch Elden Ring. Außerdem war es genau wie Bloodborne. War es geil, genau wie Bloodborne. Hatte ich auch Spaß an der Platin. Außer die Chalice Dungeons. Ja, vor allem, weil die random sind, ne? Ich glaube, deswegen sind die nervig. Ich bin immer noch Milch, ich muss das Goldsoßen-Outfit anziehen. Ich weiß halt nicht, was diese Nachricht bedeutet. Ich weiß, es ist, also Goldsoße, man ist den Goldsaucer, oder wie das Ding heißt, ne? War mal ein U-Boot-Geräusch? Doch. Grün hat U-Boot-Geräusch. Das heißt, wir ignorieren das Wort. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Mit das Outfit davon. Gibt's da irgendein... Weiß ich nicht. Ein Outfit? Ja, obviously muss es ja eins geben. Ein Vieh ist leer. Und vor allem kalt. Ew. Kalter Bratapfeltee ist gar nicht mehr so lecker. Ja, du bist ein Roter? Nein, 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 nein. Wir machen den Koja. Ihr macht alle nur den. Ihr geht alle auf den, ne? Nein, auf der Flucht, auf der Flucht. Ist mir egal, dass du innackt bist. Komm mit. Und wenn du nackt bist, kommst du jetzt mit. Dafür gibt es jetzt auch ein... Ist überhaupt nah genug dran, ja. Auf das DLC mache ich vielleicht sogar einen neuen Char. Weil mit über Level 300 wäre das DLC wahrscheinlich einfach. Wäre das DLC wahrscheinlich einfach. Außer es kommt so ein richtig schweres DLC wie über Bloodborne. So hoch war ich nicht. Aber Elden Ring hatte mich aber auch stellenweise gebrochen. Am Anfang lief es halt gar nicht. Also das lief einfach nicht. Mein Controller wurde nicht erkannt. Ich musste das Spiel neu installieren, weil die Pre-Download-Version nicht funktioniert hat. Erst war, und der Patch hat es auch nicht gefixt. Der One-Patch. Mal reingucken hier. Okay. Hier ist ein Roter drin. Nee. Oh ja. Muss ich es erstmal neu installieren. Dann haben wir die Collector's Edition ausgepackt. Das weiß ich noch. Und mein Controller war super zeitverzögert. Bis ich rausgefunden habe. Oh, er mag Funk nicht. Und als ich ihn dann irgendwann mal, weiß ich nicht, nach wie vielen Stunden auf Kabel gebunden umgesteckt habe, dann lief's. Auf einmal lief das Spiel. Aber die ersten 10 Stunden waren wirklich Horror für mich. Ich habe knapp 500 Stunden Spielzeit in Elden Ring. Ich habe irgendwie 130, 140 oder so. Es ist mein meistgestreamtes Spiel. Danach kommt TOTK. Nee, kommt nicht mehr TOTK. Ha! Scarlet und Violet haben TOTK nämlich von Platz 2 letztens abgelöst. Dass TOTK definitiv aus den Top 5 rausfliegt. Gar keinen Bock, dass TOTK da drin steht. Ich mag TOTK nicht. Es hat mich aber enttäuscht. Hat mir wehgetan auf emotionaler Ebene. Den wollen wir nicht. Den lassen wir. Den töten wir. Ist noch einer? Nö. Mich spielt halt ein Bunny Boy. Sollte er sich einen Bunny Suit anziehen? Milchi ist ein Bunny Boy? Ich glaube, nur dafür fange ich Final Fantasy 14 an. Aber, ja, okay, aber es hat ja nicht Milchis Gesicht. Was, nee, dann ist mir egal. Kann man Grafikmods in Final Fantasy 14 installieren, dass ich auf Milchis Char sein Gesicht drauf klatschen kann? Einfach so PNG drauf, plopp. Nein, 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 lass den, komm mit. Oh Gott, Finger weg, ich hab den schon einmal gehauen. Dass der
Das ist dir im Stream, mein Charge, hätte das nicht aufgefallen. Nee. Ich hab's mir zumindest nicht gemerkt. Und wo habe ich deinen Char gehatet? Ich hate keine Nichars. Würde ich nie machen. Wenn, dann war es ein Meme. Grün. Gut. Alles auf der PS4 noch, aber werde das DLC auf der PS4 spielen, denke ich zumindest. Achso. Ja gut, ich habe es halt auf PC gespielt. Wie alles andere halt auch. In der Regel. Halt die Sache, wenn man halt einen guten PC hat. So. Ach. Ja, wer nicht meine Waffe wirklich, kann ich nicht lesen. Unwissender. Geiles Opening. Unwissender. Wisse etwas. Unwissender. Wisse, dass einst ein König über diese Welt herrschte. In Frieden und Einklang hüllte er diese, indem er sich jenen unterwarf, deren Tun absolut ist. Also Göttern. Er unterwarf sich Göttern. Sag's doch. Actually, wie gerade ist schon gar nicht so schlecht, so hier zwischendrin. Kommt, glaube ich, insgesamt schon billig, oder? Ja doch, kommt billiger. Ja, ja, viel billiger. Zweimal wäre schon 32, also ab dem dritten, den ich heil, habe ich schon gespart. Diese Wand ist es. Oh fuck, doch nicht. Na? Haha! Bitte mehr als einfach nur ein paar Gil. Ja. Das ist immerhin besser als ein paar Gil. Ich hätte spezifischer mit meinem Wunsch sein sollen. Ach, come on. Assess. Du hast den anderen gesagt, dass sie cool aussehen, nur mir nicht. Ja gut, die anderen waren halt einfach cooler. Die haben halt meinen Style eher getroffen. Dagegen war halt deiner, ich sag mal, zu normal. Er war schon cool, aber... Und vor allem warst du in dem Moment der Streamer. Man sagt dem Streamer nie was Positives. Immer Chat vs. Streamer, man kennt's doch. 7 Minuten bis zur Goldsoße und kein Milchi! Tobi, was möchtest du? Ich erkläre bitte deine Nachricht. Ich kann schon drüber. So, da unten ist halt aber noch ein Haufen Rot. Kein Pling. Kein Pling, weil die Brücke schon vollständig war. So. Und es war ein Haufen Rote irgendwo. Aber hier wird wahrscheinlich... Ja, noch nicht. Ich bin auf einen Fall, wenn du das wissen willst. Dann halt nett. Behalte deine Geheimnisse für dich. Alles okay. Yeah. Und Neon, danke fürs da gewesen sein. Eine wunderbare gute Nacht. Ich habe DS1 Remastered, DS2 und DS3 auch auf der PS4 gekauft. Okay, da ist einfach alles als PS4-Sammlung quasi. Verstehe, ja. Ich mag meinen PS4-Controller sehr. Ich hab ihn gehasst. Aber es kein Markencontroller ist. Ja, okay, dann vielleicht eher. Ne, also PS2, 3, 4 oder halt 1, 2, 3, 4, die sind mir zu klein. Ich krieg da Krämpfe in der Hand bei zu langem Spielen. Während ein Xbox One Pad, der Pro-Controller von Nintendo oder der PS5-Controller halt einfach deutlich größer sind. Ich habe wirklich riesengroße Hände. Und dafür sind mir die Controller einfach zu klein in meiner Hand. Und... Oh. Nein, nein, nicht aufmachen. Nein, nein. Warum gehen wir denn automatisch durch? Nee, das will ich nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Nur weil ich es dir nicht explizit gesagt habe, heißt das doch nicht, dass ich deinen Charakter gehatet habe. Das ist schon eine harte Unterstellung. Das war jetzt die Brücke, die wir gemacht haben. So. Können wir ja den Roten suchen gehen. Wenn es nicht Pling macht, ist eh egal. Dann können wir straight weitergehen. Weil dann gibt es hier nichts. Wenn es Pling macht, müssen wir vor allem suchen. Doch, ich will der Coolste sein. Final Fantasy XIV war eins der wenigen von der Reihe, vielleicht das der Rote. Er hat sogar noch den Damage von vorhin, obwohl wir sogar das Gebiet einmal gewechselt haben? Au! Moment, ich muss kurz zuhören.
Es hat Pling gemacht. Wo? Shit. Wo Pling? Nein. 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 Ja, jetzt müssen wir die Roten töten gehen. Ah, Mist. In dem Gebiet ist irgendwas mit den Roten. Kacke. Aber wie gesagt, wenn es nichts gewesen wäre, dann wäre nicht... Also wenn es nicht geplinkt hätte, dann wäre halt hier nichts, was man mit den Roten freischalten kann. Aber da es Pling macht, ist halt irgendwo leider was. Kacke. Und ich möchte halt... Ich bin eine olle Lootbude. Wie kein Loot. Denn nicht mal was die Sau. Warte, hier. Nein. Da, hier vielleicht. Hier. Nein. Ja. Oh ja, gut, ist okay. Und hier rein, um meinen sich aufzuführen. Der Gockel. Tschüss. Hallo? Boah, ein HP überlebt. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Top. Hatte es am Tag 1 des Deutschland-Releases geholt und wollte dann loslegen. Ist aber so überlastet, dass ich tagelang nicht reinkam. Das hat mir die Lust dann total genommen. Ja, das ist... Ich kann nur sagen, als Guild Wars 2 Spieler kenne ich das nicht. Guild Wars 2 funktioniert halt so. Oh, Server funktionieren nicht. Es werden zack neue hinzugeschaltet. Das funktioniert halt komplett live. In Guild Wars 2 funktioniert es so. Karten, auf denen du halt rumläufst, innerhalb des MMOs, haben eine Obergrenze. Und sobald die halt voll ist, die Karte, wird quasi eine zweite Karte aufgemacht. Also die gleiche nochmal, aber als andere Instanz. Und man kann sogar dann innerhalb der Instanz hin und her swappen. Wenn du zum Beispiel auf Instanz A bist, dein Kumpel ist aber auf Instanz D der Karte und ihr seid in der Gruppe, dann könnt ihr einfach auch zum anderen rüber wechseln, solange die Karte nicht voll ist. Und das Spiel funktioniert halt einfach so, es merkt, oh, wir müssen eine neue Instanz aufmachen. Guild Wars 2 läuft auf den Amazon-Servern, dann wird halt einfach ein Block dazu genommen. Punkt. Dann wird auf dem Server einfach gesagt, so, wir haben hier auf, keine Ahnung, auf der einen Karte. Zum Beispiel, Vertiquattle, das ist ein großer Weltenboss. Kein Blink mehr. Okay, egal was wir hier tun, wir sind fertig damit. Die Brücke steht. Also ein großer Weltenboss, der auch geilen Loot droppt. Heißt, wenn der ist alle 4 oder 5 Stunden, dann ist auch... Eisch! Ich hoffe, Gebiet wechseln war jetzt nicht schlimm. Shit, das habe ich zu spät gesehen. Das heißt, es gibt ganz viele Instanzen von der Karte. Dadurch sind auch andere Lehrer, dadurch fallen die weg. Und so funktioniert das halt in Guild Wars. Und das mit Server-Downtime oder Server-Wartungen, das kennen wir nicht. In Guild Wars funktioniert es so, oh, Patch steht an. Dann wird einfach für 3 Stunden die Serverkapazität, die Guild Wars benötigt, verdoppelt. Und zwar bewusst verdoppelt einfach. Ich muss hier irgendwo eine Wand sein, shit. Weil wir haben dann einfach... Keiner, ich sage jetzt einfach mal... Das Spiel läuft gerade auf der Version 1.6. Ja, es kommt aber der 1.7-Patch raus. Dann werden die Spieler nicht einfach alle rausgeschmissen, sondern du kriegst ingame die Benachrichtigung. Ey, neue Version verfügbar. Dein Spiel wird in 3 Stunden automatisch neu gestartet. Heißt, egal was du gerade machst, du hast jetzt 3 Stunden, um damit fertig zu werden. Das reicht auch für jeden Dungeon, für jeden Raid und alles. Easy. Und währenddessen, ab dieser Nachricht, gute Nacht, Yellow, ist aber schon, dann bist du jetzt tot. Also nicht gut. Ist aber schon der zweite Server quasi mit der 1.7-Version live. Das heißt, du schließt dein Spiel, öffnest es sofort wieder. Der Client sagt natürlich sofort, oh, neue Daten, zack, ich lade die mir mal. Moment. Machst du? Und du bist sofort wieder live. 1.6 und 1.7 Version Spieler können nicht miteinander spielen. Das heißt, die Karten sind... Also es ist nicht vereinbar, dass jemand, der noch auf 1.6 mit jemandem zusammenspielt, auf 1.7 ist. Weil die natürlich dann unterschiedliche... Zum Beispiel bei einem macht der Schwertangriff einfach dann mehr Schaden, weil Balance Patch, keine Ahnung. Wäre halt auch Quatsch. Aber sie können doch ganz normal miteinander schreiben. Sie können sogar noch miteinander handeln. Das funktioniert alles. Aber sie können einfach nur nicht auf derselben Map mehr spielen. Er muss doch hier... Wo ist denn das jetzt? Hier ist irgendwo eine Brücke. Aber wo? Deswegen, wir kennen das in Guild Wars 2 nicht. Weil es wird halt einfach ein neuer Server parallel geschalten.
Deswegen sowas wie Server-Downtime, Server-Wartungen gibt's nicht. Ich hab in 10 Jahren, ich hab einen Rollback erlebt, weil irgendein ganz krasser Fehler war, der hart abused wird und die Economy dadurch gelitten hat. Da wurden 2 Tage Rollback gemacht und alle Spieler, die sich in dem Zeitraum aber eingeloggt haben, haben eine Kiste einfach von Arena nicht geschickt bekommen. Mit, hier, du darfst dir was aussuchen, was normalerweise echt gekostet. Was halt cool ist. Deswegen, ich war nie groß betroffen davon. Bist du halt erstmal aus normaler Spiele auch nicht. Außer du bist so ein Hardcore-Trading-Mensch. Und selbst wenn der Arne-Support, also ArenaNet, machen wir ein Geld, was wir. Die sind sogar so kulant. Du kaufst dir was im Echtgeld-Shop, also für Gems, die Währung. Und 2-3 Tage später ist das im Sale. Wenn du dann im Support schreibst mit, oh hey, ich habe mir das gekauft und jetzt ist es im Sale, würdet ihr mir die Differenz erstatten, dann machen die das. Dann kriegst du die Differenz wirklich erstattet, weil sie sagen, ey, ja, blöd gelaufen, scheiß Timing, komm, nimm's nicht so hart, hier kriegst du, weiß ich nicht, die 200 Gems oder was weiß ich, was es halt gerade im Sale ist. Dann schicken die, dann kriegst du auf deinen Account die Differenz wirklich wieder zurück. Das ist voll geil. Wenn ich erwähne, das ist einfach richtig cool. So. Goldsoße ist Hunger, Hunger. Ich weiß nicht, was Tobi redet. Tobi hat Fieber. Dave, du kaufst nie was im Echtgeld-Shop. Hey, ich habe voll viel aus dem Echtgeld-Shop gekauft. Die Sache ist nur die, das ist auch das Schöne an Guild Wars 2. Ich muss kein Echtgeld benutzen, weil du kannst dir dann ganz normales Ingame-Gold in die Echtgeldwährung umcraften. Also umtauschen. Das heißt, wenn es heißt, oh, hier kostet was 800 Gems. 800 Gems sind 10er. Oder es sind, weiß ich nicht, 250 Gold. Dann nehme ich einfach, oder von mir aus sind es auch 400 Gold. Keine Ahnung. Müsste ich jetzt gucken. Auswendig weiß ich den Wechselkurs nicht. Ach, es ist mir egal. Alles, also die teuersten Sachen kosten 2000 Gems. Warte mal, warum bist du eigentlich so tanky? Du bist ein anderer, ne? Du bist rot. Warum bist du rot? Ah. Moment. Bist du jetzt als Special Boss gespawnt, weil ich alle anderen getötet habe? Das wäre cool. Aber das war Vishnu. Musste Vishnu sterben, damit unten das passiert? Nee, ne? Das war ein anderer Name. Deswegen, wenn du halt viel spielst und dir Reichtum ansammelst, musst du nicht mal mehr einen Cent ausgeben für den Echtgeld. So kannst du das alles kaufen. Deswegen. Ja. Ich will nicht so weit runterlaufen. Hieß der vorhin Vishnu Brave, der Boss, oder das, der Name, den du gesagt hattest? Nee, ne? Damit unten das spawnt. Weil das wäre natürlich, das wäre eigentlich schon geil. Du machst auf einer, auf 2 Ebenen weiter, 4 rote oder 5 rote, dann spawnt ein Special roter. Wenn du den besiegtest, geht zig Ebenen früher, dann eine Treppe auf. Das wäre eigentlich ein geiles Puzzlesystem. Ich habe jetzt also echt keinen Bock, da nochmal runterzulaufen. Ich würde gerne auf die Antwort warten. Da waren die Roten. Mit dem Namen. Kein Boss. Also, ja, aber da waren keine Roten. Das ist ja das Problem. Und hier finde ich jetzt auch keine roten Sachen. Egal, wir gehen jetzt weiter. Wir haben jetzt so lange vor dem Menü verbracht. Wir machen hier mal weiter. Verdammt. Verdammt. Ja, das ist die normale Tür. Das ist mir klar. Und so, wir kommen aus. Oh, da ist ein Speicherkristall. Ja, aber wir looten erst. Und diese Mitteldinge. Die müssen wir jetzt einfach immer checken. Ja, aber du hattest einen anderen Namen gesagt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann meinen Namen nicht merken. Unwissender, erinnere dich stets daran, dass er deinesgleichen zu schmächtig sind. Um diese Welt zu stützen. Getragen wird diese Welt von den Regenten der Historie. Zu Deutsch, du bist klein und unbedeutend. Danke. Das ist nett. Drück's mir rein. Hey, Davos. Ja, das sind die normalen Roten. Und Fuji. Fuji sind die Inseln. Fuji sind die Grünen. Oder Kaji? Ach, jetzt vergessen. Namen, siehst du. So, steigende Spannung. Ich bin gespannt hier.
Ich würde den Aufzug gern benutzen. Meint das ernst? 48. Stock. Überlegt euch mal, was ihr an Treppen laufen müsst, um 48 Stockwerke hochzukommen. Und Fuji schenkte die Pokeflöte. Ja. Genau, Fiji-Inseln, Mr. Fuji. Und ich glaube, die machen und die waren Kaji. Kuji. Okay, hier ist aber nichts. Ist einfach nur ein Rundgang. Hätten wir das geklärt. Wait. Ne, das ist eine Tür. Moment. Wir lesen erstmal das hier. Also. Unwissender, der du die Tage, die kommen, nicht vor Augen hast. Wisse, dass euer Erbautes, euer Erdachtes nicht euren Gedanken entspringt. Das hat aber noch ein Ding. Teil dessen, was wir uns ersonnen. Teil dessen, was wir uns ersonnen, ihr seid. Und Wege, die wir für euch auserkoren, ihr geht. Zu Deutsch, wir Gott und ihr machen nur, was wir wollen. Oder was wir geplant. Ihr kein selbstbestimmtes Wesen. Ah ja. Darf ich bitte Gott in dem Spiel töten? Gott geht mir langsam mit seinen Nachrichten auf den Sack hier. Hat er mich vertippt mit dem Antwort? Aha, das kann sein. So. Ich sehe jetzt Boss. Was sind eigentlich die Level? Ach so, actually, warte mal. Ach komm, ein bisschen könnt ihr noch LP alle machen. Moment, Pinelo hatte nämlich jetzt eh sau wenig. Noch ganz kurz checken, du. Hast das Goldamulett? Ja, ja. Wasch hat auch wenig, Bolz hier. Ja. Ich will es nicht nachrechnen. Ja, Analyse wäre nett, wenn wir das abhaben. Oh, Loot. Pflegersplitter. Natürlich ist es symmetrisch. Schwarze Maske. Wer von euch möchte zum schwarzen Magier werden? Und damit meine ich jetzt eigentlich den aus dieser Sendung, der die Tricks aufgedeckt hat. Nee, das war doch eine Maske, ne? Welche kann man Soundfiles im Spiel ersetzen? Ich hätte gerne... Dave Snyder ist halt nix bei Axt im Wald. Oh, Axt im Wald hat mich mir gezeigt. Doch, was war denn das? Das war dieses, doch, wo du den richtigen Punkt treffen musst. Im Endeffekt so, ist ein bisschen Lockpicking-mäßig. Öffne das Portal. Betrete die Blutbühne des Grauens, die vom zweiten Faktotum behaust ist. Kraftlose Einzug gibt es nicht. Oh Gott, wir waren ja erst im ersten Akt. Ich kann quatschen. Wollen wir eine Pause machen? Ah, next Boss. Oh, Boss? Hör mal den Boss noch. Dann will ich danach gerne eine Pinkelpause machen. Wenn der jetzt auch wieder einfach nur... Ah, wo sind wir denn? Ja, okay. Das Ding. 2 Meter gelaufen, zack, gefunden. Mann, da muss ich durch die halbe Wüste laufen, als wäre ich Moses gewesen. Das ein Volk irgendwo hinbringt. Oh, du bist hübsch. Was bist du? Ich mag Wasserwesen. Oh. Oh, ein Drachenfisch. Oder irgendwie so. Doch, das ist ein schönes Design. Das finde ich gut. So, was hast du? Regina. Naja, nee. Dann können wir es nur einfach wegmachen. Bann. Oh boy, machen wir dem Schaden. Oh boy. Warte mal. Hast du nicht... Das war's, ne. Weißt du was? Das macht jetzt einfach jeder auf sich selber. Courage. Damit es einfach noch schneller geht, was? Was? So, und bald hier. Jetzt wird man wieder machen. So, er macht das auch noch auf Redders.
mag Wasserwesen. Der wird sich eine Aura erstellen. Er hat eine Aura. Eine ganz tolle. Was ist eine Aura? Der hat ja schon wieder Vegena. Hat Bann vorhin nicht geklappt? Hab nicht aufgepasst. Kann natürlich auch sein. Hat das gerade pariert? Nö, du hast kein Vegena mehr. Hat er gerade wieder instant Vegena gecastet? Du Sau. Aber ich glaube, Baltier macht eher am wenigsten Schaden. Dann macht Baltier das jetzt. Du ekelhafte Sau. Nix hier heilen. Ist super lahm, aber. Ach, dann heil. Natürlich ich ja mit Vegena. So, wo ist dein Special-Prinzip? Wir haben noch Courage, das passt. War halt leider nicht so gut. Hm. Warte auf deine Special-Mechanik, Boss. Ich bin enttäuscht. Du bist einfach nur ein stinknormaler Boss. Wow. Er hat einfach noch ein HP. Das hat man nicht mal mehr im Balken gesehen. Aber ist langweilig. Ist das nur eine Phase 2? Kein Sanctus gewirkt. Ah, ja, hätten wir machen können. Hab vergessen. Oh, stimmt, das wäre so geil gewesen. Wir hätten mit allen vier gleichzeitig Sanctus casten können. Oh, erinnere mich beim nächsten Boss dann. Entschuldigung. Das ist halt noch neu, da muss ich erst dran denken. Ja. Das ist schon ein cooler Stab, den sie da hat. Das ist schon eine halbe helle Badel. Naja, ihr seid richtig cool. Komm, hört auf, da rumzustehen. Moment, Sion, was bist du? Mega-Garadon. So. 49. Stock. Hier haben wir noch eine Karte. Ach, und hier geht's dann weiter. Also das war jetzt einfach der Bossraum. Okay. Keine Kisten in den Ecken? Frech. Okay. So. Halt euch mal wieder voll. Ja, vor allem, Nelo hat 5.400. Ja, sie ist voll live geworden. Die gut. Ja, gut, Basch hat auch 5.000 zum Alter. Ja, ihr seid halt Semili-Kämpfer. Aber wollt oder nicht? Gucken. Schade, auf der anderen Ecke waren in den Ecken. Auf der anderen Seite waren in den Ecken. Blut. Hier so eine Fake Wall. Nein. Wirklich nicht. Schade. Ach Gott, ein neuer Teleporter. Komm, wir laufen einfach schnell auf Speed up im Kreis, gucken einfach nur, ob irgendwo Loot liegt. Wenn ja, cool, wenn nicht, schade. Hier wäre der Aufzug, okay. Warum ist der diesmal nicht auf der Seite, wo das Ding hier ist? Der Teleporter. Und hier ist auch na. Oh, hier gut. Warum ist denn hier so eine riesen Ausbuchtung, wenn hier nichts ist? Dave, weißt du, was du zum heutigen, was zum heutigen Gameplay gepasst hätte? Nein, kein Song Request. Bei neuem Kram, vor allem Story Kram, so wie das hier ist. Kein Ding. Ja. Zweiter Akt dann, ne? War als Abschluss erster Akt. Oh.